Moin moin miteinander und willkommen zurück zu Icewind Dale. Ja, in der letzten Folge versprochen, diese Folge werde mich mit diesen Frostriesen nicht anlegen und ich hoffe, das ist jetzt kein Fehler. Das Einzige, was ich mir noch überlege, ist, soll ich... Ach ja, der Song ist weg, okay. Soll ich mir Hilfe holen, ne? Also hier irgendwie ne? Tiere 3? Oder soll ich es so versuchen? Gute Beeren. Langweilig. Ja, gut. Komm, lass uns gehen. Gleich geht's los. Mal wieder ein bisschen was tun. Gleich geht's los, keine Angst. Gleich ist nicht mehr langweilig. Ich glaube, wenn du mir noch mehr Arbeit aufhalst. Ich glaube, ich fange einfach mal... Sag, was du von mir willst. ...folgendermaßen an. Ich mache hier... ...verstricken... ...und... ...Dornenwachstum oder... ...Wolkenbruch. Ich mache erstmal verstricken. So. Komm, mach mal. So, und jetzt machst du Dornen und nach den Dornen den Sturm, genau. So machen wir das. Aha, der ist schon rot, alles klar. Geh mal nach hinten. Der ist auch rot, alles klar. Ja. Bereit. Dein Befehl. Was denn jetzt? Wenn die rot sind, dann kann ich sie auch angreifen. Das heißt, ja? Du kannst jetzt Lied singen. Plingeling. So, leicht verletzt. Ja, das ist in Ordnung. So. Wie kann ich helfen? Ihr tankt hier. In Ordnung. So, bereit, erledigt. Da. Ich bin bereit. Platz da. Sag mir nach, war ganz recht. Ich schätze, ich muss eine Weile Zeit umschlagen. Den mache ich um einen Kopf kürzer. Greifen die gar nicht an? Der Tod ist euch sicher. Autsch. Das war ein fieser Treffer. So, einer ist weg. Das ist nun gut. Nun sollst du bezahlen. Du brauchst mich, ich verstehe. Ja, es ging ja. Mensch. 8000 Erfahrung? Geh dir zur Seite. Jetzt muss ich nur abwarten, bis diese Dornen hier verschwinden. In Ordnung. Was haben wir denn da? Zweihändige Axt. Naja, das ist nicht wirklich so berauschend. Stimmt was nicht? Pass nur auf. Ja, wie du wünschst. Kann ich nichts fallen lassen? Bereit. Bin schon weg. Ich bin hier. Keine leichte Aufgabe. Ach da. Und noch ein Edelstein, ja. Ja, voll. So ein Mist aber auch. Hier, nimm du. Bist auch voll? Zeig mir das Ziel. Wieso? Hier bin ich. Wieso seid ihr alle so voll? Naja, weil ich viel Krempel hab, ne? Wer ist nicht voll? Du kannst ganz viel tragen. Das heißt, du trägst hier das, das, so das verfluchte Ding. Und das behältst du. So, und du gibst das an den. Die Abzeichen tun wir mal alle zusammen. So. Das Ding kriegst du. Wie kann ich helfen? Ja, ich muss hier sowieso noch ein bisschen Zeit verbringen, damit sie ein bisschen mehr Hitpoints bekommt. Bereit und willig. Sag mir, erledigt.
voll. So, ist ja gar nicht so schlecht. Was ich mich jetzt frage, ist, ob die hier was mitbekommen haben und jetzt auch gleich rot sind oder rot sehen oder nicht. Das werden wir herausfinden. Du heil mal. Vorher hatte sie minus 12, ne? Ja, ihr eigener Spruch ist schon weg. Kann ich hier eigentlich eine Rast machen? Ohne angegriffen zu werden? Ich probiere mal aus. Na, toll. Geh dir zur Seite. Gib den Befehl. Versöhn dich mit deinen Göttern. Euer Glück hat ihn schon weg. Na? Oh, der ist tot, ne? Oh, das ist schön. So, dann noch ein Versuch. Oh, toll. Ein Winterwolf. Ja, ich bin bereit. Und noch ein Winterwolf. Was? Ich bin hier. Jawohl. Was brauchst du, Kumpel? Sicher doch. Au! Attacke! Na komm schon, mach ihn alle. So. Okay, ich denke mal, wir werden es trotzdem nochmal versuchen, aber irgendwie da, wo ich ein bisschen mehr Überblick habe, ne? Vielleicht so hier, so. In Ordnung. Na? Wieso? Ich habe einfach nur zu spät abgenommen. Ja. Ich nicht höre. Okay. Gut, Schatzi, dann werden wir uns dann gleich sehen. Ja? Bis dann, ciao, ciao. Okay, so, jetzt... Zack. Schon wieder. Ich komme hier echt nicht zum Schlafen. Wie kann ich helfen? Stimmt was nicht? Das gibt's doch gar nicht. So. Hast du. Jetzt vielleicht. Oh, Bereit, bereitwillig und auf alles gefasst. Kann ich helfen? Ich bin bereit. Hm. Ich bin bereit, Kommandant. Das war heftig, aber wirklich 5 so eine Kackwölfe, echt.
Wie kann ich helfen? Ich werde schon ausfallen. Meine Güte. Es wäre besser, den Zorn einer Frau zu fürchten. Ja. Nun sollst du bezahlen. Sag mir, nach was es dir verlangt. Ich verstehe. Du brauchst mich zum Kampf. Na komm schon. Den mache ich um einen Kopf kürzer. Ja, genau. So. Ich gehe dir zur Seite. Güte. Okay, ich werde die Höhle jetzt ganz kurz verlassen. Denn draußen konnte ich übernachten. Und hier gibt's irgendwie nur Stress. Das mag ich nicht. Erledigt. So. Jetzt bitte einmal schlafen. Na also, geht doch. So, alle sind wieder fit. In Ordnung. Ah, hier kann ich Felle einsammeln, theoretisch, wenn ich das wollen würde. Möchte ich aber im Moment nicht. Auch wenn die sicherlich ganz schön was wert sind. Hier liegen noch zwei Äxte. Ich würde mal sagen... Naja, hier waren die Wachen. Aha. Okay, also die Wachen anzugreifen hat... Naja, nichts weiter gemacht, außer dass ich jetzt alle gegen mich habe. Okay, nicht so schlimm. Wie kann ich zu Diensten sein? Naja, ich bin bereit für Abenteuer und solche Sachen. Du musst das. Ja? Nein. Du musst hier deinen Zauberspruch machen. Ja? Du machst das hier. Ich bin hier. Zeig mir das Ziel. So, ihr beide auf ihn. Sag, was du von mir willst. Einverstanden. Der Tod ist euch sicher. So, was sind denn das für welche? Bombardierkäfer. Na gut. Wie kann ich helfen? Hier bin ich. Soll mir recht sein. Der ist betäubt, ne? Das hat ja gut funktioniert mit den Bombardierkäfern. Wie du wünschst. Okay, Edelstein. Naja, was soll's. So. Ihr drei. Geht doch mal, hier war die andere Wache, ne? Geht doch mal dahin. Bereit und willig. Erledigt. Jetzt kommt hier der Jarl, ne? Sehr schön. Sag mir, gib den Befehl, verdammt. Macht ihn alle. Was willst du denn jetzt schon wieder? Bereit. Ihr geht mal hier hin, so. Der Tod ist euch sicher. Die Götter werden nun ihr Urteil vielleicht über dich dein Befehl. Fahren. Sollte ich ein bisschen helfen, ne? Zumindest den hier. Ja, erstmal den Winterwolf. So, weg. Okay. Auf in den Sieg! Jo, er ist weg. Na gut, dann. Du brauchst mich? Was willst du? Den schafft ihr alleine, ne? Nun sollst du bezahlen. Einer von ich bin euch bereit. Von bin auf dem Weg. Ja, es läuft. Ich meine, das ist ein Riesen, aber es läuft. Fein, geh dir zur Seite. Was gibt's denn hier so zum... Plündern. Gewiss. Inventar voll.
Das gibt's ja gar nicht. Was haben wir denn? Kettenhemd plus 2. Kettenhemd des Todes? Ein Zauberkundiger kann sich äußerst effektiver Mörder erweisen, wenn Worusta bereits vor 400 Jahren erwiesen hat, er erschuf Kriegerskelette, die er mit dieser verzauberten Rüstung und einer mächtigen Klinge ausstattete. Dann gab er dem auserwählten Ziel ihren Reif der Macht als ein wohlwollendes Geschenk, nachdem die Tötungsmaschine ihre Arbeit erledigt hatte, sammelte Worusta die Ausrüstung wieder ein und begann das Werk von neuem. Das heißt, das Ding ist irgendwie verflucht oder so? Ich würde fast davon ausgehen, das ist verflucht, so wie die Beschreibung ist. Und wenn man das anzieht, dann kommen irgendwelche Skelette oder so. Jorls Axt. Okay, dem anderen so weiter. 1 bis 12 plus 3. Zweihändig. Naja, schade. Zweihändig. Naja, kann man ja verkaufen oder was weiß ich. Und hier kommen mittlerweile immer mehr Verfluchte. Ich weiß ja nicht, ob es wirklich verflucht ist, aber immer mehr so verfluchte Gegenstände, die man lieber nicht tragen sollte. So, plus 10 Chance auf, dass Krankheit befallen wird. Schadenspunkte durch Kälte. Kriegshammer der Teilung. Okay. Ja. So toll finde ich den nicht. In der Tafel. Dann kriegst du ihn halt. Und hier haben wir auch noch was. Naja, nochmal eine Perle. Eine Perle. So. Wollen wir weitergehen? Ja. Im Moment haben wir einen Run. Ne? Könnte man hier fast so sagen. Haben wir hier nicht noch was verpasst? Ich glaube nicht. Hier ist nichts weiter. Na, einen Kampf können wir uns vielleicht noch erlauben. So. Ich bin hier. Und stimmt was nicht? Ab nach vorne mit euch. Den mache ich meinen Kopf kürzer. Blöder Wolf. Euer Glück hat euch verlassen. Wie kann ich helfen? Euer Glück hat euch verloren. So, das war's auch schon wieder. Ganz recht. Was haben wir hier? Ah, wieder Edelsteine. Möchte ich im Moment nicht. Bereit und willig. Ja, vielleicht noch ein kleiner Kampf? Ein letzter? In Ordnung. Sag mir nach, ich verstehe. Was? Sicher doch. So, Mädels. Wer ist schneller? Jeder kriegt einen Riesen. Okay. Du brauchst mich, wie du wünschst. Moment. So ist das unfair. Ich sterbe, wenn du mir noch mehr... Ja, das ist in Ordnung. Hierhin, ansonsten denk ich. Hat nicht jeder einen Bonus. Na, jetzt müsste sie einen Bonus bekommen. Den übernehme ich. Na? Wegen Tully? Man kriegt mehr Schaden im Moment. Verletzt. Fast tot. Ja, Lady Tully ist die Stärkere. Zeig mir das Ziel. Ich möchte unbedingt immer diesen Prügel benutzen. Elendsbote.
Ich möchte, dass sie den Schnellflügel benutzt. Na, egal. Den mache ich um einen Kopf kürzer. Na, habt ihr es bald? Das ist aber ein zäher Brocken gerade. Zack. Hilft nichts. Irgendwann müssen sie alles mitlaufen. So. Geh dir zur Seite. Justieren wir uns mal hier so ungefähr so im Raum. Ja, gewiss. Und dann würde ich sagen, wie es weitergeht, erfahren wir dann in der nächsten Folge. Ich werde jetzt hier einen Cut machen. In der nächsten Folge, ja, wir werden uns die Höhle durcharbeiten, ne? So richtig schön, bis die Leute befreit sind. Und wenn die Leute befreit sind, dann werden wir uns mal angucken, was hinter diesen beiden Türen steckt. Ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Und jetzt sage ich vielen Dank fürs Zugucken und bis bald.